Denn da habe ich damals WoW-Videos hochgeladen. So ein paar. Das war zulässig, ja. Weil von manchen Spielern habe ich gehört, dass die, dass es der Treiber nicht wollte. Indirekt richtig. Der Betreiber will das nicht, dass das monetarisiert wird ohne Rückmeldung. Ah, okay. Und wenn man keine Rückmeldung macht, ne, dann kann das halt sein, dass die Videos gesperrt werden. Deswegen gibt es bei mir ja auch zum Beispiel nach wie vor kein World of Tanks Let's Play. Wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Weil die Firma Wargaming sich einfach nicht kümmert. Firma Wargaming schreibt auf der eigenen Internetseite, beziehungsweise auf der World of Tanks Seite, im FAQ irgendwie laggt der Server oder mein Internet. Ich weiß es nicht. Also bei mir läuft's soweit. Wow. Da habe ich gerade mal extremes Rubberbanding gehabt. Naja gut, ich habe die kleinste Form vom Server genommen für 1 Euro halt. Gut, da erwarte ich jetzt nicht hier High Performance und so weiter. Das nächste Mal gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld aus. Für ein bisschen mehr RAM oder so. Aber ja gut, es reicht doch, oder? Naja, also bei mir ist hier gerade schon wieder ganz große Kacke. Okay. Na gut, muss man mit leben. Kann man mit leben, wie auch immer. So, wegen der Firma Wargaming. Die schreiben auf der eigenen Internetplattform, Let's Plays oder Game Videos sind erlaubt. Monetarisierung? Nein. Okay. Monetarisierung wird in Einzelfällen besprochen, gehandhabt, wie auch immer. So, habe ich mir gedacht, alles klar. Um keinen Fehler zu machen, erfrage ich beim Support und naja, ein Free-to-Play und Support. Ja. Gut, ich habe da so ein Ticket erstellt und habe gedacht, kriege ich sowieso nie wieder eine Rückmeldung. Oh, falsch gewickelt. Am gleichen Tag noch habe ich die Rückmeldung gekriegt mit einer E-Mail. Mit einem Emil. Ja, der berühmte Emil wieder. Genau. Wo ich denn meine Anfrage. Oh, meine Anfrage. Was ist denn der Schank hier? Wohin ich meine Anfrage schicken soll? Ja, alles klar. Dann ja auch gemacht. Dann passierte 2 Monate oder 1 Monat, ich weiß das nicht mehr genau, passierte erstmal nichts. Gut. Zweite Anfrage. Dann lassen wir nochmal Zeit ins Land streichen. Passierte wieder nichts. Oh, ist gut, habe ich mir gedacht. Oh, Bekannten von mir gefragt, kannst du mir das mal in Englisch übersetzen? Und gleich in Russisch? Sagt er, ja, kann ich machen. Und dann habe ich halt nochmal bei Wargaming in Englisch, in Russisch und in Deutsch alles in einer E-Mail angefragt. Und dann kam erst die Antwort. Und dann kam immer noch keine Antwort. Und immer noch keine. Nein, ich warte bis heute noch. Na, ich gesagt, wisst ihr was, leg mich am Arsch. Dann oh, Mann, eben. Dann eben nicht. Wenn ihr da keine Lust zu habt, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ich denke dabei immer an meinen alten Chef. Der hat immer gesagt, wenn ihr keine Lust mehr habt, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ja. Ja, wohl wahr. Ja, ich habe dann immer gesagt, schön. Ich sage, dann mach doch den Laden zu. Das ist mir doch egal. Ich bin ja auch immer schmerzbefreit. Deswegen viele so meine Arbeitskollegen und so weiter, die haben ja auch im Laufe meines Lebens oftmals Probleme mit mir und meiner Art gehabt. Aber das ist mir doch egal. Die haben sich nach mir zu richten, nicht ich mich nach denen. Da denn hier? Soll ich mich nur anpassen oder was? Was ist da? Muss ich mich schon genug anpassen. Das reicht mir. Ne, hier freie Meinung und Entfaltung und so weiter. Ja, ne? Ist klar. Eine Zensur gibt es nicht. Nö. Hier war das mit Sarkasmus und Ironie. Kann man super gebrauchen. Ja, ja. Oh, Sarkasmus und Ironie, wie nützlich. Ja. So, während ich hier die ganze Zeit schon wieder so einen Berg abtrage, irgendwie ist das auch so ein Volkssport geworden meinerseits. Immer wenn ich einen Gast im Let's Play habe, irgendeinen Berg abtragen. Das habe ich bei... Grabschaufeln oder was? Ja, Grab ist das richtige Stichwort. Aber halt die Vorbereitung für das Grab. Die muss ja erstmal noch getroffen werden, nicht? Dafür muss man hier ein bisschen was noch. Ja. Da muss man ja hier noch ein bisschen arbeiten für.
Ich denke, und ich denke mal, bei dem Grab wird das, bei dem Grab, sag ich schon, bei dem Friedhof wird das sowieso der Vorschlag werden, den ich von Niki Aff zugesendet bekommen habe. Wie denn so ein Friedhof auszusehen hat? Der kleine Affe. So Schweizer. Der Schweizer. Ja, was ich auch nicht so verstehe, ist, die Schweizer, die halten sich aus allem raus. Wie zeugen die Kinder? Ja, weiß also ich das auch nicht. Verstehe ich nicht. Ja, wenn die sich raushalten, ja was denn? Ja, ne? Genau. Ja, eben. Hast du recht. Mhm. Schweizer als neutrales Land. Seid ihr nicht für mich, seid ihr gegen mich? Seid ihr neutral, seid ihr gegen mich? Naja, egal. Kriege ich nichts mehr zusammen. Das war mal irgend so ein Spruch. Okay. Ja, das war mal irgendwie in so einem Futurama oder irgendwie sowas. Ja, okay, gut. Irgendwie so. Irgendwie sowas. Irgendwie so. Genau. Aber hier, weil ich ja vorhin auch so WoW und so weiter erwähnt habe, ich habe jetzt ja nach 5 bis 6 Monaten Pause, habe ich ja wieder angefangen. Mhm. Und das ich muss erzählt, sagen, ja. Und ich muss sagen, den Anschluss wieder zu finden, alter Schwede, richtig schwer. Ja, klar. Richtig schwer. Ich habe erstmal richtig Probleme gehabt. Und ich bin ja eigentlich so ein Raid-Spieler durch und durch. Und jetzt komme ich in keinen Raid rein. Ich will keiner haben, weil ich so schlecht bin. Ich bin so schlecht equipped. Du Noob. Ja, echt. Ich denke mir jedes Mal nur so, früher war ich derjenige, der euch ausgewählt hat und auserkoren hat. Und heute weiß ich mal, wie scheiße das ist, wenn man ständig Absagen und Ablehnungen bekommt. Tja. Ich meine, gut, es gibt da so eine Gruppierung, die wissen ganz genau, wie viele, und die wissen ganz genau, bei mir zählt der Skill und nicht irgendwie hier irgendwelches tolles zusammengeklautes Equipment oder so. Dass ich halt den Skill habe zu zocken. Deswegen, da kann ich wohl, denn wenn ich denn will, noch ein bisschen mitgehen. Aber okay, ich sag mal, ich habe mir jetzt ein bisschen was angeguckt im WoW. Auch videotechnisch und so weiter. Und so Schadensspitzen und alles Mögliche. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich will da jetzt auch nicht unbedingt aufhalten oder so. Ich glaube, ich sammle mir da doch erstmal noch ein bisschen was zusammen. Bei so einem Spiel finde ich das auch ein bisschen schwierig, da irgendwie den Anschluss zu behalten, wenn du da eine Zeit lang, wie du jetzt, halb, dreiviertel Jahr nicht drin bist. Aber das ist eigentlich relativ einfach, den Anschluss wieder zu finden. Okay. Investierst ein bisschen Zeit und dann läuft das Ganze von alleine. Ja, Zeit ist eben so ein Ding, ne? Ich meine, es gibt, also ich kenne, oder ich kannte jemanden, der war Autoverkäufer. Und ich glaube, der hat das auch gespielt. Also ich habe ihn, wenn ich ihn angetroffen habe, immer nur zu Hause am Rechner gesehen und dann hier Headset auf und dann irgendwie rumgebrüllt. Und hier hast du nicht gesehen, irgendwelche komischen Raids, glaube ich, heißt das, gell? Hast du ja gesagt. Ja. Irgendwelche komischen Raids da am Spielen. Und das dann wirklich die ganze Nacht. Bis morgens um 2 oder sowas und dann um 6 wieder aufstehen zur Arbeit. Seine 8-9 Stunden abgesessen und dann wieder zurück am Rechner. Willkommen in meiner Welt. Nein. Habe ich schon mal gemacht. Also ich habe so oder so ähnlich habe ich schon mal gezockt. Und da muss ich sagen, das geht gar nicht. Also hast du noch ein bisschen Holz da? Einfach nur normales Oakwood Planks. Fällt dir zur Not ein Baum? Boah. Guck jetzt mal hier. Erde. Band. Ich meine, wir haben heute auch den besten Tag ausgesucht zum Zocken. Warum? Ausgerechnet, wenn der Skin-Server mal für 83 Minuten down ist. Achso, ja, genau. das war ja die weltbeste Idee. Also absolut. Ja, Erkennungswert ist gegeben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was meine Zuschauer vielleicht noch interessiert, was hat sich denn jetzt so auf deinem Kanal für dich verändert, jetzt nach meinem Aufruf und so weiter und nach dem ganzen Kram? Ich meine, wahrscheinlich wird der ein oder andere dein Dankesvideo gesehen haben. Ja, ich hoffe doch. Aber so, hat sich da noch mehr geändert? Hast du da noch ein bisschen positives Feedback bekommen, von dem man jetzt noch nicht so unbedingt weiß oder irgendwas? Also so im Großen und Ganzen nicht. Alles, was gesagt wurde, stand unter den Videos. Okay. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an deine Community, auch für die Unterstützung und auch die moralische, ja,
Krücke, sage ich jetzt mal, also hat mich wirklich sehr, sehr weit gebracht. Und ich tippe gerade was falsch. Egal. So, richtig. Nee, aber so jetzt irgendwie private Mails oder jetzt mehr Abos, sage ich jetzt mal, in dem Sinne nicht. Aber es ist ja okay. Ich meine, allein die Geste von dir und deiner Community, die hat mir gezeigt, okay, ich bin, ich sollte nicht gleich den Teufel an die Wand malen und, ja, passt schon.